Ja, hallo alle miteinander. Willkommen zu Rasputins Vlog Nummer 22 aus dem wunderschönen und besinnlichen Neu-Isenburg. Ja, heute feiern wir eine Premiere, denn zum allerersten Mal filme ich mich selbst. Also ich habe mich ja auch schon vorher selbst gefilmt, ja, aber diesmal muss ich auch die Kamera selbst halten, weil der Ivan heute nicht da ist. Der ist bei Nadja oder auf Nadja, je nachdem. Und da ich nicht bei mir im Büro bin, wo ich einen Kameraständer habe für die Vado, muss ich jetzt leider also das so vor mir weghalten. Deshalb seht ihr auch wahrscheinlich meinen Arm nicht. Und ich hoffe, dass ich jetzt auch durchhalte mal 5 Minuten und mir der Arm dabei nicht einschläft. Ja, das Thema, über was ich heute sprechen möchte, ist ein sehr, sehr angenehmes, ist ein sehr, sehr schönes und ist ein Thema, was ja wirklich mit dem Frühling korrespondiert, glaube ich, kann man so sagen, ja, nämlich die Liebe. Ja, Mai, Frühling, Liebe, das ist ja alles ein und dasselbe. Und nachdem der Ivan ja schon sein Glück gefunden hat, ja, ist, glaube ich, auch beim guten alten Rasputin der Pfeil des Amors eingeschlagen, mitten durch mein Herz. Denn wie ich euch erzählt habe, vor kurzem war ich ja auch mal wieder bei einem Speed-Dating in Frankfurt und ja, diesmal, glaube ich, hat es geklappt. Ja, ich habe da eine wunderbare, bezaubernde Lady kennengelernt namens Katharina, eine junge, schöne Dame aus Ungarn. Und die hat mir heute eine SMS geschickt, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Nun muss ich also hier sozusagen, also doppelt. Das Problem hier bei meinem Handy ist, das hat einen Touchscreen, das heißt, ich kann hier jetzt unten nicht einfach mit den Knöpfen, sondern ich muss jetzt hier mit den Fingern parallel erstmal ins Menü. Ja, so, jetzt musste ich jetzt hier runterscrollen. Das ist jetzt ein bisschen schwierig, so mit dem, da muss ich erst meinen Stift rausholen. Also jetzt nicht den Stift, den ihr vielleicht denkt, sondern hier den, so den da. Und dann nehme ich das zwischen die Zähne. Und jetzt muss ich das hier so parallel. Das seht ihr vielleicht jetzt nicht, aber so, glaube ich, geht das. Ja. Also jetzt sehe. Also jetzt muss ich. Das ist echt umständlich, wenn man also hier jetzt mit zwei Geräten sozusagen gleichzeitig hantieren muss. Ich glaube. Da. Jetzt ist er abgestürzt. Also er reagiert jetzt gerade nicht. Da geht es jetzt gerade gar nichts mehr. Ja, das ist halt, wenn man sowas live macht. Ja, also dann ist das ein... Also, ich... Kauft euch nie etwas von Windows Mobile. So, jetzt habe ich mal die Hand gewechselt, denn es wird jetzt langsam ein bisschen... ja, tut weh. Also, ja, also was hat Katharina geschrieben? Sie hat mir so geschrieben, so, hallo Rasputin, war echt nett mit dir und so und anbei meine neue Handynummer. Ja, also viele werden jetzt sagen, ja, ist jetzt vielleicht jetzt nicht so spezial oder speziell, dass man jetzt da was ableiten könnte, aber ich meine, sie hat mich gerade erst kennengelernt, ja, und gibt mir schon ihre neue Handynummer. Ja, also das heißt, also sie möchte ja mit mir jetzt in Kontakt bleiben. Und sie hatte jetzt ja auch die Videos gesehen gehabt, ja, die ich gemacht habe. Die waren ja auch sehr gut, haben ihr auch sehr gut gefallen, glaube ich. Also ich habe ihr erzählt, ich habe ihr auch meine Visitenkarte gegeben. Und dadurch, dass sie mich jetzt also hier jetzt anschreibt, dass sie eine neue Nummer hat, hat sie sich das wahrscheinlich zu Hause angeschaut und möchte weiterhin in Kontakt bleiben. Ja, also ich werde jetzt in den nächsten Tagen antworten, weil wenn ich jetzt sofort antworten würde, würde sie denken, der ist jetzt auch irgendwie spitz oder so, ja. Also Frau muss man ja auch mal zappeln lassen. Und ja, dann wollen wir mal sehen, wie sich das dann weiterentwickelt. So, ja, also ich werde heute noch ein bisschen den Tag genießen. Die Vögelchen zwitschern ja sozusagen nur für mich. Auch nochmal vielen Dank für die vielen Kommentare, die wir hier bekommen haben. Und ja, bis zum nächsten Mal würde ich dann auch schon sagen. Ja, haltet mir die Stange sozusagen und drückt mir die Daumen, dass der Watzmann mich dann auch mit seinem Liebestrunk bezirzt. Ja?
Also, ich glaube, das heißt so auf dem Deutschen, also im Russischen gibt es da ein dementsprechendes Sprichwort, heißt das Wort. Ja, also es freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid und ja, wir sehen uns dann die nächsten Tagen wieder hier auf diesem Kanal. Okay, macht's gut, ciao! Oh, ihr merkt, ich bin gerade auch momentan ein bisschen heiser, Heuschnupfen und so. Ja, jetzt muss ich...